Kommen wir jetzt zu den Corona-Zahlen. An der Belastbarkeit gibt es aber weiterhin Zweifel, weil die Experten befürchten, dass sie nicht das reale Infektionsgeschehen wiedergeben, da Gesundheitsämter derzeit überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Das Robert-Koch-Institut meldet 32.646 Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz ist erneut gesunken und liegt bei 390,9. Die Zahl der Toten ist im Vergleich zum Sonntag vor einer Woche gestiegen auf 132. Am Wochenende wird die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten nicht aktualisiert. Mit Stand Freitag liegt die Hospitalisierungsrate bei 5,71. Und etwa 57,7 Millionen Menschen sind doppelt geimpft. 18,7 Millionen von ihnen haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten.